Das war Tarantino-mäßiger Schnitt, oder? Ja. Haben wir jetzt zwei Videos, einfach nur, weil wir jetzt gerade so viel zu tun haben. Und ich mir die Zeit nehmen möchte, um mit meinen Freunden von PizzaAction.de auch mal zu reden, offen. Ja. Kommen wir gleich noch zu einem wichtigen Thema. Dann hier, Matthias The Number P, ja, ist auch User des Tages. Gratulation, Matthias. Warum? Weil er auch auf Wrestling steht und ein guter Kumpel ist von Raik. Und sie wohl immer zusammen zocken und sowas. Ja, auf jeden Fall User des Tages. Dann ein User des... Blog des Tages, beziehungsweise Blog generell, ist von Gon. Ja? Gon ist, ist Mitglied bei Gulasch. Und die Gulasch. Gulasch, ja, das ist halt wohl der Knall. Und die veranstalten halt mit Pizza Action andauernd irgendwelche Community-Events für Left 4 Dead 2. Und Respekt an ihn. Und Leute wie du und dein Clan halten halt eine Community am Laufen. Dankeschön dafür. Sehr, sehr coole Sache. Hier, die Dame, die gestern, war sie gestern oder vorgestern? Princess Kisa. In Litam 35. Welche Litam ist das jetzt? 38 ist es schon. Nee, 37. 37. Also vorgestern. Gestern war, 6. war sie Userin des Tages. Und King Käse war auch schon mal User des Tages. In Litam, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind das Kumpels von ihm, die auch in dem Clan sind. Muss man lesen. Dann hier, Holsteiner 1. Der Peter, ja. Willkommen zurück. Der Peter war im Krankenhaus. Warum, kann man sich alles in seinem Blog durchlesen. Willkommen zurück in der Community. Wir haben dich vermisst, mein Bester. Warte mal gerade. Ich würde dich mal von der anderen Seite filmen. Achso, ja. Dann filmen wir uns mal von der anderen Seite. Machen wir mal was ganz Interessantes, ey. Läuft die noch? Ja, ja, klar. Achso. Hallo. So. Ja. Wenn uns da nicht der Grimme Award... Hier, ich brauche aber meine Maus, mein Freund. Hier übrigens, beste Maus der Welt, die Logitech. Ja, ist die G5. Hieß sie eigentlich G5? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ja. Ja, ganz sicher. Hier ist es auch viel wärmer, weil hier der Lüfter von deinem Laptop ja, ist. Ja, es ist nicht ganz so klug gebaut, der Lüfter. Ansonsten, ja, Bugger288 hat es auch mal in die Fox-Nachrichten geschafft. Ja. Tatsächlich? Ja, tatsächlich, mit dem Song. Warte, wir können es mal abspielen. Ich werde es gleich noch verlinken. Warte. Weil er einfach so brillant ist. Aber ich meine, der Bugger wird uns halt auch beschützen, weißt? Ja. Vor Transformers, vor Belzebub, ja? Vor Steuerbescheiden, ja? Der Bugger, ich trinke heute übrigens Schwipschwap und nicht normales Vitell. Ja, wenn Schwipschwap das sehen soll, Schwipschwap ist von Pepsi, oder? Ja, von Pepsi. Wenn Pepsi das sehen sollte, Pepsi, ich mag eure Produkte sehr und ich möchte gesponsert werden. Will ich. Da hinten an der Wand ist so ein weißer Platz, da könnte man so ein Pepsi-Logo hinmachen. Pepsi-Logo, ja. Quasi. Also, oder EA. Oder EA. Oder THQ. Ja. Oder Adidas. Also, wenn immer. Oder auch eine Privatperson kann da irgendwas. Wenn ihr wollt, 1000 Euro im Monat, seid dabei. Habe ich jetzt einfach über die Köpfe unserer Sales-Abteilung entschieden. So, ja, 1000 Euro, ja. Sollen wir mal machen, dass die Leute Fotos von sich schicken sollen und wir hängen einfach das auch jedes was. Mal ein Foto da hinten hin? Das wäre auch was. So wie wir das damals bei Tüte gemacht haben mit... Ja, aber generell, die Leute könnten uns eigentlich Sachen schicken, die wir hier in unser Büro ja, genau. hängen. Sollen wir mal ein schön großes DIN A4 Foto von sich schicken? Ja. Das hängen wir dann bei der nächsten Gelegenheit. Ja. Da und, auf diesen und wenn du zu hässlich bist, lieber User, der das schickt, dann machen wir es nicht. Das ist ein Deal, oder? Ja. Das ist ein Deal. Ja. Ansonsten, ich wollte noch ein kleines ernstes Thema ansprechen. Wie lange haben wir noch? Weil eigentlich dauert das recht lange, aber ich würde es dann auch nur kurz ansprechen. Ja, jetzt haben wir 6 Minuten. Haben wir jetzt noch 6 Minuten? Ja, bis 10 Minuten voll ist. Also haben wir 4 Minuten bisher. Ja, ja. Okay. Bisher wissen wir, wie lange wir noch haben. Wir haben noch 6 Minuten. Jetzt nur noch 5 Minuten und 50 Sekunden. Ja. Ich wurde gefragt, hey, hier, wie wird man eigentlich Redakteur? Ich will Redakteur werden. Bra, bra, bra. Ich habe Schule jetzt vorbei. Oder Schule ist in einem Jahr vorbei. Ja, und ich will Redakteur werden. Und, oder hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, Zukunftsangst und sowas. Und da muss man einfach sagen, Leute, ja, nicht jeder, der Redakteur werden will oder der Rockstar werden will, ja, die Welt braucht nicht 500.000 Redakteure. Und die Welt braucht auch nicht 300.000 Rockstars und 4 Millionen Rapper und 2 Millionen, was weiß ich, Superstars. Ja. Guckt, wo eure Talente liegen. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel fingerbegabt seid, ja, dann könnt ihr zwar auch schreiben und sowas, aber wenn ihr dann noch gerne dekoriert, werdet Konditor, werdet Bäcker. Weißt du, sowas braucht die Menschheit. Oder? Ja. Tom? Weißt du, wo sind die Leute, die unsere Gullis sauber machen?
Ja? Wo sind die Leute, die den Müll abholen? Das sind alles ehrenwerte Berufe, die auch gefeatured werden müssen. Oder? Ich meine, die Leute haben halt einfach Zukunftsangst, aber auch weil sie ihre eigenen Perspektiven einfach so hoch stecken, weißt du? Also, dass sie einfach sagen, hey, ich will Rockstar werden. Egal, was kommt, weißt du? Und dann nach der Schule, ja, okay, ich bin kein Rockstar geworden. Werde ich bei DSDS 4 Jahre lang. Weißt du, das geht so nicht, Freunde. Das geht so nicht. Das bringt aber jetzt den Leuten, die tatsächlich Redakteur werden wollen, überhaupt nicht. Ja, die Leute, die tatsächlich Redakteur werden wollen und die halt auch sagen, okay, ich fange eine andere Ausbildung zur Not an, will mich aber in dem Bereich weiterbilden, check Praktika aus. Ja? Es ging aber jetzt auch nicht nur darum, dass es Redakteure werden wollen, sondern generell darum, dass Leute sich einfach Berufe ausüben, die nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der Menschen durch Glück erreichen kann, weißt du? Und durch das, Glück? Du bist doch nicht durch Glück Redakteur? Nein. Alter. Aber Rockstar... Ja, du hast so Blödsinn erzählt. Okay, fangen wir quasi neu an. Es geht darum, ja, wenn ihr wirklich Redakteur werden wollt, Praktika, bewerbt euch bei Schülerzeitungen. Das sind super Sachen, ja, um in der Schule bereits das Schreiben zu lernen und halt auch den ganzen Ablauf zu lernen. Arbeitet an Online-Seiten mit. Hier Thema heute zum Beispiel, ja, die bei uns in der Community halt sich gefunden haben, machen jetzt eine eigene Seite, lernen ein bisschen was. Super Sache. Ja. Und dann bewerbt euch für Praktika. Eventuell Studium ist aber auch nicht so wichtig. Zumindest nicht für den Gaming-Bereich, oder? Für dich? Nö. Also ich kenne jetzt keinen, der wirklich studiert hat bei uns. Das ist dann eher so reingerutscht. Ja, die haben alle studiert, aber sie haben es abgebrochen. Und sie haben auch alle keinen Journalismus studiert. Ja. Und wichtig ist halt, wenn ihr Redakteur werden wollt, ja, Übung, Übung, Übung und vor allem dann auch nicht durch, manche Leute haben es einfach nicht drauf. Ja? Und wenn ihr selbst merkt und beim 10. Mal abgewiesen werdet, das heißt, hey, es wird nichts, dann sucht euch was anderes, Leute. Ohne Scheiß. Also hängt nicht 10 Jahre zu Hause ab und versucht Redakteur zu werden, das funktioniert nicht. Ja? Beim Tom war es Glück, wir brauchen jemanden, der Kaffee machen kann. Aber sonst, das waren jetzt ein paar Worte. Eigentlich wollte ich viel mehr darüber reden, über Zukunftsangst und Jugendliche. Kannst du immer. Aber 2 Minuten ging das jetzt nicht hin. Also es ist halt traurig, dass sehr, sehr viele Jugendliche, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch, oder? So, dass man sich denkt, hey, was mache ich in einem Jahr? Wo wird mich das Leben hintreiben und sowas? Ich meine, das kennt ja jeder. Ja? Und, aber das ist ja keine Zukunftsangst. Das ist ja quasi die Spannung des Lebens. Naja, es ist... Also für mich zumindest. Ja, für dich, aber du stehst ja auch auf The Rock, weißt du? Ja. Und guckst dir jeden Tag The Rock-Videos an, die du schon 10.000 Mal kennst. Du bist nicht normal. Ja. Was? Okay. Vielleicht demnächst mal wirklich 90 Minuten über Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit der Jugendlichen und was die Politik damit zu tun hat. Weil das sind interessante Themen. Soll ich da meine Mitbewohnerin einladen? Weil die ist... Die ist Zukunftsexlerin. Nein, die ist Sozialarbeiterin. Ja, können wir machen. Die kann dir da viel erzählen. Ja, über Zukunftsangst von Jugendlichen. Ja. Und dass sie dann halt einfach aus Angst nichts machen. Wie ein kleines Rehkitz, weißt du? Das... angeblendet auf einer Autobahn stehen bleibt. Weißt du? Sehr traurig. Und jeder hat ein Talent und man muss es einfach nur finden und fördern. Weißt du? Jo. So. Jo. Ich zum Beispiel. Ja, wo ist dein Talent? Wo ist mein Talent? Ich suche noch. Ja. Das ist es halt. Alles klar, Freunde. Macht's gut. Ja. Besser als Tom. Ist eh nicht schwer. Und wie lange haben wir noch? Eine Minute. Eine Minute noch. Dann haben wir echt 20 Minuten was geredet, oder? Ja, jetzt kannst du ein bisschen was Lustiges machen. Ich könnte einen Witz erzählen. Ja, erzähl mal einen Witz. Ich habe gestern in Deutschland... Ich erzähl den Witz, den gegen gestern Lars rumgeschickt hat. Der ist super. Nee, der war voll. Ich finde die klasse. Echt? Ja. Das war aber nicht Lars, glaube ich, oder? Doch, mit dem Buckligen und dem Glatzköpfigen. Ja, aber den fand ich jetzt nicht so lustig. Treffen sich ein Buckliger und ein Glatzköpfiger. Sagt der eine, hey, was ist denn in deinem Rucksack? Sagt der andere, ein Kamm, du Arsch. Ja, fand ich jetzt nicht so geil. Der hat vergessen, wer was sagt. Du bist so ein... Nee, das ist halt nicht lustig. Ja, du kannst ja denken, wer was sagt, aber es ist nicht lustig. Weil es genauso wenig wie das Flamongo-Ding war auch nicht lustig. Nee, das war wirklich nicht lustig. Ja. Deswegen, merkt euch was, keine Witze an irgendwelche großen Verteiler schicken, das sind nur Leute, die sie kennen und nicht lustig finden. Mit den Worten verabschiede ich mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine Freunde. Eine ernste Big Time geht zu Ende. Tschüss. Tschüss. Jetzt aus. Das war das Ende schon.